Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Wir danken für die offenen Worte, die Sie wieder einmal gemacht haben, und dem erneuten Klarstellen, dass die Hessische Landesregierung lediglich auf Sicht fährt. Anfang Januar 2020 die Situation nicht erkannt, versagt. Im Sommer 2020 keine Vorbereitung getroffen, versagt. Im März 2021 stehen wir vor einem Scherbenhaufen, ausgelöst durch einen Dauer-Lockdown, erneut versagt. Man darf hier mit Fug und Recht sagen, dass die Hessische Landesregierung bei der Bewältigung dieser Situation vollständig überfordert ist. Im Volksmund nennt man das Bankrotterklärung, in der Politik nennt man das Staatsversagen. Wir müssen also unbedingt über vieles sprechen. Herr Kollege Enners hat das eben zum Teil schon angesprochen, nämlich über die Inzidenzwerte. Können die Inzidenzwerte der Wert der Entscheidung sein? Nein, das können sie nicht. Denn wir werden in Zukunft durch die Schnelltests, Herr Staatsminister Klose hat das gestern völlig richtig im Sozial- und Integrationsausschuss, Herr Bocklet, das sei ihm gesagt, ja, der dauert lang, aber er ist auch sehr lehrreich, wenn man in der Lage ist, zuzuhören. Der Herr Staatsminister Klose hat das gestern vollkommen richtig ausgeführt. Durch die Schnelltests wird es also dazu kommen, dass die Menschen PCR-Tests machen. Wir werden mehr positiv getestete Menschen haben. Haben wir mehr positive getestete Menschen, werden am Ende die Inzidenzwerte steigen. Also können wir auf diese Inzidenzwerte nicht mehr setzen als Basis für diese Politik, die hier stattfindet. Somit müssen die Erkrankten mehr Basis der Bewertungen sein und eben nicht die Inzidenzwerte. Das wäre der richtige Weg. Nehmen Sie Abstand von dieser Politik, Herr Ministerpräsident. Beenden Sie diesen Lockdown. Geben Sie den Menschen ihre Würde wieder. Sensibilisieren Sie die Menschen mehr. Achten Sie sehr stark auf die Belastung unserer Intensivstationen und betrachten Sie auch sehr genau die Cluster, wo sich die Menschen anstecken, um dort regional zu agieren und die notwendigen Strategien zu verbessern. Das haben Sie in Ihrer Erklärung vorhin richtig auch dargestellt. Seien wir uns darüber im Klaren, dass auch die Tabuthemen hier angesprochen werden müssen, anstatt sie auszuklammern. Das ZDF hat unlängst darüber berichtet, dass sozial Benachteiligte Menschen ein höheres Infektionsrisiko haben und so Menschen mit Migrationshintergrund auf den Intensivstationen überrepräsentiert sind. Das ist nichts Schlimmes, wenn man es anspricht. Ganz im Gegenteil, hilft man den Menschen, die sozial benachteiligt sind, wesentlich mehr, wenn man sie als Risikogruppe vermehrt anspricht, um sie zu schützen. Wir müssen doch klar ansprechen, was es zu lösen gilt und wie es zu lösen ist. Und Sie verlassen sich weiterhin auf die Impfung. Was, wenn diese Hoffnung nicht aufgeht? Was, wenn die Menschen AstraZeneca nicht mehr annehmen, falls es wieder in die Zulassung kommt? Da können Sie diese doch nicht dazu zwingen. Und dann ist doch Ihr Kern der gesamten Impfstrategie komplett gescheitert. Dann können wir doch nicht ein Schild an die Grenzen stellen, wo draufsteht, wegen Unfähigkeit der Regierungsparteien in Deutschland und in Hessen geschlossen. Das können wir doch nicht machen. Dann brauchen wir doch einen gesamtgesellschaftlichen Plan. Und ich denke, dass wir alle mittlerweile auch sehr genau wissen, worauf wir zu achten haben und wie wir mit dieser Situation umzugehen haben. Und dass die Gesellschaft sich innerhalb eines Jahres gewandelt hat und nicht mehr dieselbe ist wie in 2019, ist doch jedem von uns völlig klar. Es gibt kein Zurück in die Vergangenheit. Wir werden mit diesem und anderen Viren leben müssen. Wir werden Strategien entwickeln und einen Teil unseres unbeschwerten Lebens leider verlieren. Aber wir dürfen es doch deswegen nicht aufgeben, unser Leben. Wir verteidigen unsere Demokratie und unsere Bürgerrechte genau hier und heute und an diesem Punkt. Entweder wir bleiben freie und selbstbestimmte Bürger, oder aber wir werden von der Politik fremdbestimmte Menschen sein, für die Demokratie, Bürgerrechte, Menschenrechte und damit ihre Freiheit nicht mehr gelten. Und da, sehr geehrte Damen und Herren der Regierungsparteien, genau da müssen die oppositionellen Kräfte ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nachkommen und politischen Widerstand leisten. Herr Bocklet, das mag Ihnen nicht gefallen. Das tun wir. Es mag sein, dass bei den Kommunalwahlen viele Bürger das alles noch nicht verinnerlicht haben, was eigentlich auf uns zukommt. Höhere finanzielle Lasten, mehr Einschränkungen in ihrem Leben bis hin zum Entzug ihrer Freiheit. Die kleinste Größe wird hier ein Covid-Solidaritätszuschlag sein, die wohl größte Größe eine maximale finanzielle Umverteilung im Sinne der Linksaußenfraktion in unserem Hessischen Landtag, die ja seit Jahr und Tag wieder ihre sozialistische Staatsform wünscht und das sogar öffentlich so aussagt. Es ist zu hoffen,
Es ist wirklich zu hoffen, dass so etwas nie eintreten wird. Und das wird es auch nicht, wenn Sie umkehren, Herr Ministerpräsident. Dazu haben Sie am Montag die Gelegenheit. Bitte, bitte nutzen Sie diese. Erkennen Sie, dass dieser Weg jetzt so nicht mehr weitergeführt werden kann. Erkennen Sie die Konsequenzen dieser Politik auch für die jüngere Generation und nehmen Sie Schaden von unserem Land, indem Sie andere Lösungen mit uns allen gemeinsam finden, in denen die Menschen wieder frei, selbstbestimmt, umfassend und nicht politisch einseitig informiert leben können. Wir müssen der Jugend unseres Landes ein Hessen übergeben, welches besser ist als das Hessen, in dem wir jetzt leben. Mein letzter Satz. Das muss Anspruch und Kern unserer Politik sein, unabhängig von der parteipolitischen Ausrichtung. Nur dafür streiten wir hier miteinander. Vielen Dank.